Jo, wir kommen jetzt zur Star Wars Allianz Mod. Und ja, wie ihr seht, ich habe schon ein kleines bisschen weiter gespielt. Ich hatte vorhin ein bisschen aufgenommen und dann habe ich eigentlich hier nur ein bisschen aufgerissen und so. Das war ziemlich langweilig zum Zugucken. Jetzt zeige ich kurz, was ich gemacht habe. Wir sind jetzt Teststufe 4. Ich habe noch nicht mich weiter ausgebaut. Ich wollte warten und auch das Imperium will ich noch nicht angreifen. Und ja, ich habe eine kleine Flotte hier erstmal ausgebaut, die noch recht schwach ist. Aber wie ihr seht, wir haben hier schöne neue Sachen. Das Hyper-V-Geschütz ist jetzt auch da, oder das Hyperraumgeschütz. Und wir haben neue Helden hier, ja, hier Home One haben wir hier und ja, ihn hier, ich weiß nicht wer das ist, sag so General Carlos, ja, ist mir eigentlich scheißegal. Und ja, ich bin gerade dabei hier überall Hyperraumgeschütze auszubauen, unsere Reinhardt-Kapazität hochzubauen und dann sich hier vielleicht mal ein paar nette Schiffe zu kaufen. Wir sollten aber unbedingt mal hier irgendwo trotzdem mal eine Werft für mittlere Schiffe bauen, weil nur so Superschiffe ist jetzt auch scheiße. Und ja. Ich denke mal, wir kaufen noch davon zwei, so ein Kolossus-Kreuzer und dann greifen wir mal Bespin an. Das haben wir ja, wie ihr seht, Majestic-Kreuzer. Das ist eigentlich ziemlich stark, aber ich weiß nicht, was da noch so im Orbit ist an orbitale Verteidigung. Von daher, da bietet sich das gut an. Wir könnten ja auch eine Fabrik bauen. Ich weiß nicht, wollen wir das machen? Können wir machen einfach mal, da können wir uns ein paar Jäger angucken, haben wir mehr zu gucken. Ja, und auf dem Boden haben wir, wie ihr seht, wir haben ein paar neue Sachen. Wir können das Y-Wings auf dem Boden bauen. Die schwere Panzer habe ich gerade, die ich eigentlich gerne benutze, aber ich benutze eigentlich gerne die schwere Panzer, aber gerade 2. Mit einem T6B-Panzer, das ist stärker, aber deutlich langsamer. Ja, und hier so ein Transporter, sowas benutze ich eigentlich gar nicht. Und ja, wir können eigentlich mal gucken. Ach so, Luke ist dabei. Ja, Luke benutze ich eigentlich nicht, ne? Also so, dann gucken wir mal, was es jetzt so im Angebot da gibt. Wir haben hier... Oh ja. Ja. Ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Die schnelle Auflegungstruppe. Wo war die hier? Da. Und zwar, oh, was ist da passiert? Achso, ich dachte, es ist irgendwas Wichtiges passiert. Da, nämlich eine Luftabwehrbrigade. Also dieser T4B-Panzer, die ihr oben seht, dieser blaue, das ist eine Flak sozusagen gegen Flugzeuge. Und da die Gegner hier Lernzer Kanonenboote und das Sam-Konsortium auch die LAAT-Schiffe hat. Von Clone Wars sind die eigentlich richtig schön. Die sind schnell, die schießen sehr schnell, schießen auch schnell und machen Flächenschaden im Orbit. Also von daher ist das eigentlich ziemlich cool. Hier können wir jetzt uns die Sachen hier mal angucken. Hier haben wir X-Wings, ja, Y-Wings sieht ein bisschen anders aus. Hier sind K-Wings, genau. Imperium hat wieder einen Sieg. Das sind B-Wings, genau, rotes B-Wing. Das da unten weiß ich nicht. Kann ich mich daran erinnern? Nee. Ach ja, golden modifiziertes BTL. Ja, ja, bekommt noch so einen Namen. Okay, hier ist jetzt eigentlich nichts Neues, auch wenn wir hier so eine neutrale heißt das hier, okay. Hier auch. Okay, gut, neutrale Werft. Ja, wir haben unsere Großwerft da. Ja, ich denke, wisst ihr was? Wir warten nur noch auf den und dann greifen wir mal an. Wir sind ja die ganze Zeit hier schon am Boden Streitkräfte sammeln. Ich würde vielleicht da noch ein paar mitnehmen. Ah, können wir irgendwo hier Rebellen ausbilden? Hier haben wir noch welche, ne? Ja. Nehmen wir mal mit. Ja, es ist hier unser Timer. Ja, ist eigentlich scheißegal, weil wir wollen ja eh noch nicht das Imperium oder das Senkonsortium angreifen. Das wollen wir erst später machen, wenn ich die KI ein bisschen höher gestellt habe. Das kann man ja schon, ich glaube beim nächsten Mal mache ich das schon höher. Oder wenn ich hier so diesen Block hier für mich erobert habe, dann reicht mir das erstmal. Ja, was ist hier eigentlich? Fregatte! Ein alderanischer Beamter, der den Aufruf von... Ja, ja, keine Ahnung. Ich glaube, sowas brauche ich jetzt nicht unbedingt. Sir, yes, sir. Ja, komm, wir können euch in der Zeit schon mal wieder die nächste Sache klauen. Wir können auch hier Flotten kaufen, fertige. Das kann man auf Solus zum Beispiel. Da gibt es dann Solus-Flotten. Neue Bauoptionen verfügbar. Das soll der ja. Die sind auch ziemlich gut, geil. Ah, die haben so einen Bug. Wie ihr seht, die haben so einen Feuerstoßangriff als Fähigkeit. Und manchmal schießt er den nicht ab. So, ich speichere kurz und dann greifen wir das an. Naja, nicht aus der Asche.
speichern. Ja. Wenigstens ist das sortiert haben. Und wenn ihr noch von früher kennt, da war alles durcheinander, ist, weiß man wenigstens, was was ist hier. Übrigens, ich habe, hat ja jemand geschrieben, dass Yoru Mod 2019 jetzt zum Download bereit ist. Ich habe vorhin mehrfach auf Mod.tb darauf, also mir versucht, das runterzuladen. Aber andauernd kam irgendwie, ja, die ZIP-Datei ist nicht vorhanden und so. Und ich soll irgendwie 5 Minuten mal warten. Dann habe ich von einer halben Stunde oder 40 Minuten gewartet und das war mir irgendwann zu dumm, dann habe ich es gelassen. Irgendwie, ja, wird das wohl erstmal mit der Yoru Mod 2019 irgendwie nichts. Naja, muss mal gucken. Oh, guck mal, hier können wir mehr Sachen bauen. Ja, IPV, MC40, benutze ich auch trotzdem noch gerne. Hatten die Rebellen die Ranger-Kanonenboote oder das Imperium? Ich weiß es gar nicht mehr. So, Bespin, hey, ich will hier hin. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht mehr, was die hier an Abwehreinheiten haben. So, da kommt unser Protektor, nee. Die Legacy, ne? Nee, Valiant. Okay, es sieht aus, als hätten sie einfach hier so eine schwache Abwehr. Von Schlüsseleinheiten feindlicher Truppen. Versucht die Verteidiger voneinander zu trennen und knöpft sie euch einzeln vor. Jetzt sollte ich mir echt mal ein paar neuere Versionen von Allianz Mode runterladen. Das ist irgendwie so ein Nostalgiefaktor für mich, weil das ist der Mod ist, den ich am meisten gezockt habe, auch damals. Und auch am meisten jetzt hier auf YouTube. Meisten Zuschauer kenne ich glaube ich über Allianz Mode, ne? Oder war es schon Yoden-Mod? Yoden-Mod kann auch sein, weil es ja auch ein ziemlich gehypter Mod ist. Naja, holen wir jetzt erstmal unsere Schiffe raus. Ich glaube, das sollte reichen, genau. Unsere älteren Schiffe jetzt. Ah ja, das finde ich so geil an diesem Mod, warum das kein anderer Mod nimmt. Das ist... Okay, das ist jetzt auch nicht so oft, wird das hier ausgenutzt. Aber diesen Höhenunterschied... Dass manche Schiffe höher gesetzt sind als andere. Das finde ich sieht so geil aus, wenn man das in Raumschlachten hat. Und dann die Sternzerstörer mal so weit oben sind und dann runterschießen. Oder halt, wenn die jetzt untereinander einen Kampf kämpfen, wie zum Beispiel der Legacy würde jetzt hier den MC80 ist es glaube ich, ne, oder? Ja, MC120, okay, war doch richtig. Würde gegen den kämpfen und dann so dieser Höhenunterschied, finde ich, sieht mal voll geil aus. Wir können anfangen. So Jungs. Komm, wir haben noch alte republikanische Fahrzeuge. Ah, ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass die Majestic-Kreuzer direkt hier sind vom Mandator, weil das eigentlich. Na gut, wir haben jetzt einen MC-140 hier, und einen C-120, der ist natürlich deutlich stärker. Okay, die machen auch alle Waffenenergiestärkung. Wow, wir sollten mal zurück. Ja, diese gute alte überpowerte Scheiß mit dem Waffenenergiestärkung. Wow, mein Manator ist gleich tot. Lol. Ja, weil die alle ihre Fähigkeiten auf... Weil die alle diese Fähigkeit gebufft haben. Ja, ein bisschen konzentrieren, dass ich hier nicht zu viele Schiffe verliere. Oh, der hat noch Schilde. Da sieht man es wieder. Seht ihr das? Wir sind höher als diese Majestik. Das sieht so geil aus, wenn die dann kämpfen. Sieht echt cool aus. Dafür, dass der Mod auch so alt ist, ist er trotzdem auch noch richtig cool. Ja, hier. Geht mal hier, mach mal den Schildgenerator kaputt. Und so, ja gut. Oh, du hast aber echt übel gefressen, ey. Du auch. Verzieht euch mal und verlieren wir euch nicht. So, ich glaube, der hat jetzt eh keine Schiffe mehr, weil der hat irgendwie nur 5 Majestic und ein paar von diesen anderen Flaggschiffen. Ah ne, hier sind noch welche. Komm, Junge, mach den kalt. Wie sieht es hier aus? Ja, diese Abwehrstation ist eigentlich nicht so stark gegen diese Schiffe, außer die hier. Wegen den ganzen Raketen. Jungs, macht den tot.
Na, ich glaube nicht, dass der jetzt hier noch meinen Panzer 20 platt macht, aber man weiß ja nie. Also sieht man wieder, dass die super schweren Geschütze hier überhaupt nicht treffen. Ah, sieht schon cool aus, ne? Auch mit dem brennenden MC-120 da oben. Wow. Ach so, okay. Ja, komm, mach den Mark halt. Hä, ist jetzt tot oder was mit dem? Ach, keine Ahnung, Mark. Der wird ja eh gleich irgendwann ankommen. Wow, zieh dich mal noch zurück. Okay, der schnell, der hat aber auch gar nichts mehr außer seine Antriebe. Ja, ist noch mein Handy, ist bestimmt, weil jemand Twitch-Livestream gestartet hat. Aber gucke ich jetzt nicht, gucke ich nachher. Ach ja, ist so, so wie sich so kleine Schiffe, so die Schilde haben. Aber gut, ne, ist halt. Wollen mich nicht beschweren. Trotzdem geil. So Jungs, geh mal hier weiterhin. Wir wollen ja auch irgendwann mal fertig werden. Verzögere Feuer für maximale Wirkung. Zielerfassung bei maximaler Feuerkraft. Eröffne das Feuer auf die Geräteverbatterien. Boah, ich wollte gerade, ich habe gerade Schuck aufgekriegt, deshalb war ich kurz leise. Aber er scheint weg zu sein. Junge, was willst du eigentlich da hinten? Mach dir mal kalt. Ach, Swanshoe Venture hätte ich auch mal gehört. Es gibt auch neue Versionen davon. Es gibt so viele neue Versionen, ne? Ich muss mir unbedingt mal einen neuen PC kaufen, dass er die packt. Also ich hatte auch schon mal gesagt, dass ich ja auch den Remake-Mod hier drauf habe. Aber leider ist der, verbraucht er so viel. Also mein PC leckt wirklich sehr stark bei dem. Und das macht dann keinen Spaß. Oh, der frisst aber ordentlich, ne? Also es dauert echt eine Weile, bis die Schilder down sind. Aber es passt schon. Ah, das ist noch eine Golan-Station, die machen wir auch mal gerade platt. Ja, ich denke mal, der sollte ohne diese Waffenenergiestärkung messen kriegen. Der hat auch so einen Namen, ne? XQA, XQ4, okay, wofür steht das X und das Q? Ah, da kriegt immer wieder Verstärkung davon, ne? Das muss doch nochmal weg hier. Das werden wir hier nie fertig. Oh, diese richtig fetten Golan-Stationen sind immer voll cool. Die rocken richtig, wenn wir die später haben. Aber die gibt es, glaube ich, erst ab Stufe 4 oder so von der Raumstation. Wenn man eine Raumstation Stufe 4 hat, kriegt man die erst. So, Jungs, jetzt geht's erstmal. Mach mal hier die Raumstation. Ist endlich mal kaputt hier. Dann sitzen wir bis morgen hier noch. Was ist das überhaupt? Ist das ein Piraten hier, ein Interceptor? Haben wir eigentlich Bomber hier? Ja, da. Jungs, mach mal da kaputt. So, ich mache eigentlich immer so ein bisschen, so dass die Schilde runtergehen und dann reicht das meistens schon. Aber ist natürlich klar, dass sie so, besonders der Manator und diese Schiffe jetzt nicht so stark sind, sind ja noch von der Tech-Stufe 1 oder 2 sogar noch. Und die sind natürlich schon total veraltet mittlerweile. Na gut, gegen das Imperium sind die wahrscheinlich noch stark. Aber die haben jetzt hier schon die Majestic gehabt, die kriegen wir auch später. Und die sind eigentlich richtig gute Schiffe. Besonders wenn wir später diese Hapes-Drachen kriegen. Also diese Schiffe von Hapes, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die ganzen Dinger. Die sind auch nochmal ein richtig Stückchen, ordentliches Stückchen geil. Aber wenn wir Stern-Konsortien spielen könnten, jetzt würden, dann könnten wir Schiffe der alten Konföderation bauen. Und die haben so unfassbar viele Jäger und Bomber drauf. Die sind richtig geil. Aber leider gehen die ziemlich schnell drauf teilweise. Auch ein Bomber, ne? Jungs, geht mal hier runter. Ach, der hat gar keine richtige Raumstation mehr. Der hat nur so eine Waffenplattform hier, ne? Noch so eine XQ2. Ich weiß gar nicht, wofür das X und das Q steht. Steht da. Diese typische. D
Dieser typische Raumwaffen wird vom Imperium fast im gesamten Einzugsgebiet errichtet. Okay. Ach da, hier. Teil Planetary Defenders und Toscon 8Q stationiert. Okay, dafür steht vielleicht das Q. Das X kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja, aber wir kämpfen natürlich gegen Bespin, aber na gut, ich kann auch Bespin hier erobert haben mit der Plattform. Lass hier mal angucken, was ist. Könnte eigentlich sogar als eigene Raumstation dienen, ne? So ein bisschen hier so... Ah, manchmal... Die Kamera ist doch meistens nicht so cool. Ja, besonders jetzt ist sie inventiert. Ist ja bescheuert. Boah, das sah gerade cool aus. Habt ihr gesehen mit diesen Raketen hier? Ich habe wieder Raketen. Das sieht voll cool aus, wenn diese Raketen hier so einschlagen, ja. Aber das ist so ein cooles Feature, dass diese Geschwader, sage ich jetzt immer, wirklich so mehrere Angriffswaffen haben. Wie ihr seht, Raketen und Bomben und so. Das sieht richtig cool aus, wenn man so richtig nah rangeht. Und es wird auch inventiert, wenn man nah rangeht. Ich sterbe mir jetzt so einen Scheiß ausgedacht. Hier sieht man wieder, zack, zack, zack. Boah, die machen aber auch gut Schaden, ne? Ist auch cool. Aber nichts ist so geil wie die Nantax-Jäger von Imperium der Hand bei Swan's Revenge. Wenn du davon eine richtige Flotte hast und die mit Raketen angreifen, hast du einfach immer so eine richtig fette Welle des Todes an Raketen. Und die hauen echt alles tot. Waffenschussbereit, also dann los. Ziel gesichtet. Melde mich wie befohlen. Ich brauche hier Hilfe! Ja. Ach so, den haben wir ja kaputt gemacht, ne? Das Ding ist... Lebt der andere? Oh, Gott sei Dank. Die war teuer, ey. Sehr schön. Komm, wir rüsten noch wieder eine Stufe auf, damit wir Stufe 5 kommen. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, was die Rebellen ab Stufe 5 alles haben. Ja, komm. Eigentlich kann man irgendwas nehmen, ne? Ist eigentlich jetzt Schnuppe. Ich bin nicht so krass beeindruckt so von den Schiffen. Ich weiß gar nicht, welche Schiffe jetzt wirklich so richtig cool waren. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob die so wirklich stark waren. Also bei dem Imperium gab es ja diese eine Victory-Klasse, die richtig geil war, die klein war, aber die richtig gut immer getroffen hat. Die wirklich eine hohe Trefferwahrscheinlichkeit hat, weil die großen Schiffe treffen ja echt selten. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier hin. Man könnte sich natürlich jetzt auch ein ganzes Geschwader aus B-Wings machen. Ey, das wäre eigentlich auch... Das wäre irgendwie richtig geil. B-Wings mit der... Ah ne, wir... Oder... K-Wings sind auch Bomber, ne? Das wäre richtig geil, so ein richtiges... Irgendwie so zwei Schlachtschiffe. Und so ein richtig fette Armee aus Jäger mit Raketen und allem möglichen Rotz. Und dann gehen die Hasseln, kämpfen irgendwie drei Sternzerstörer und auf einmal kommen die auf einen so einen Sternzerstörer geflogen und hauen einfach alles kaputt bei denen mit Raketen. Das wäre richtig geil. Dann können wir mal ein paar kaufen. Komm, wir kaufen mal ein paar K-Wings. Ich glaube, ich habe in der Allianz noch nie so eine Geschwaderflotte gemacht. Also ich hatte bei, ich glaube, 2016 war es, glaube ich, 2016 oder 17, da haben wir ja, um diese riesigen Schiffe zu vernichten, ja ganz viele A-Wings und B-Wings gekauft. Und das hat dann richtig gerockt. Ah, jetzt können wir auch A-Wings hier bauen, ne? Ja, ich weiß aber nicht, ob die Raketen oder irgend sowas haben. Also ich habe gerade nicht, wisst ihr was, wir machen noch kurz bis Stufe 5. Und dann gucken wir uns mal an, was es ab Stufe 5 gibt. Und dann entscheiden wir so, was wir so an Flotten bauen. Ach so, ja. Geschwader hier. Wir wollen ja hier... Wenn jemand dabei ist, kann man den Charakter nicht zum Stehlen nutzen. Boah, Junge, ich kriege jetzt Schluck auf. So, wenigstens dauert das nicht so lange bei den Rebellen. Einmal noch und dann gibt es wieder so. Also kennst du so einen richtig fetten MC-104, glaube ich, ne, oder? Dieser richtig lange. Ja, okay. Dieser richtig große Montclamari-Kreuzer bauen. Der ist auch richtig cool, aber der trifft auch so selten. Also wirklich so eine Flotte aus, zum Beispiel jetzt nur aus diesen Teilen, zum Beispiel ein Colossus-Kreuz ist eigentlich richtig schwach. Weil dann kommen einfach mal ein paar Klimatorkreuze oder kleinere Schiffe und dann... Ja, hast du eigentlich schon gar keine Chance mehr, weil du kaum triffst mit den schweren Waffen. Neue Bauoptionen für... Hey, Teststufe 5. Oh, guck mal hier. Was haben wir denn hier? Was ist das denn?
Rotes T-42 Geschwader. Bomber sogar. Die sehen richtig geil aus. Davon könnte man ein paar kaufen. Ah, hier, genau die hier meinte ich. Schwere Panzerkompanie. Okay, Panzerkompanie dann. Oh, die sind auch geil. Die V-Wings, die habe ich ganz vergessen. Auf dem Boden, die sind auch richtig geil. Ah, die. Ja, wir haben die Ranger-Kanonenboote. Die sehen so richtig geil aus, wenn die mit Raketen spammen. Oh, dafür müssen wir unbedingt auch verkaufen. Okay, das war's mit Stehlen. Oh, die sind richtig cool. Ah, wir haben keine Einheitenkapazitäten mehr. Ne? Na gut. Wir gucken uns einfach noch so an, was wir noch haben. Ah, hier genau. Okay, hier kann man nur eine Seed aufbauen. Genau, hier sind diese Flotten, die ich angesprochen hatte. Rebellen-Technologieflotte 5. Das ist eigentlich ganz praktisch für richtig lange Raumschlachten. Und hier ist dieser richtig fette Montclair Marie-Kreuzer, den ich meinte. Ach, Weiß-Count ist sogar, genau. Der hier ist auch cool, aber der hat auch diesen Feuerstoßmodus, der manchmal nicht funktioniert. Natürlich können wir auch noch andere Schiffe auf gewissen Planeten bauen. Auf Corilla können wir zum Beispiel auch richtig geile Schiffe bauen. Oder auf Solus gibt es glaube ich auch. Nee, Solus hat ihre eigene Flotte. Die sind auch richtig geil. Und genau hier sind die Majestic. Die ich meinte, eine Fregatte. Die sind auch eigentlich richtig stark. Und das ist auch kurz mit Raketen. Aber den, dafür müssen wir ungefähr... So, dann melde ich mich nochmal kurz. Mein Speicherplatz war voll. Und ich glaube, ich habe mich jetzt nicht verabschiedet. Deshalb verabschiede ich mich hier nochmal. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir dann wahrscheinlich Bespin eingreifen oder Solus. Und dann hier vielleicht die... uns dann ausbauen, dann die Schwierigkeit höher stellen, dass dann auch richtig fette Flotten vom Zen-Konsortium oder vom Imperium kommen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.